Hochinteressant. Der Hochschober-Podcast. Hallo liebe Hochschober-Freunde und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast Hochinteressant. Ich darf heute meine Eltern interviewen. Herzlich willkommen zum Podcast. Und die erste Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen werden, ist, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir heute hier sitzen und einen Podcast aufnehmen? Ja, das war ja so, dass die letzten Wochen wir in der Insta-Story und in der Facebook-Story immer gepostet haben, 95 Jahre Hochschober. Da haben wir zwei erzählt, ich habe den Rückblick gemacht in die Vergangenheit und der Martin hat dann den Ausblick ab unserer Zeit gegeben und die Rückmeldungen und Reaktionen, die waren so überwältigend und so viele interessierte Gäste, die das verfolgt haben, dass wir gesagt haben, schauen wir das einmal ein bisschen größer an und laden Gäste ein, Freunde des Hauses, Nachbarn, Wegbegleiter oder Zeitzeugen von früher, die noch leben, wo man einfach die Geschichten hinter dem Hochschober erzählen. Genau. Ja. Und meine erste Frage ist direkt, könntet ihr vielleicht einen kurzen Abriss der Geschichte geben und wie der Hochschober zu so einem etablierten Namen in der Branche wurde? Also gibt es eine Kurzfassung davon? Für Kurzfassungen bist du zuständig. 95 Jahre in der Kurzfassung. Ich kann jetzt mal versuchen, das so kurz wie möglich zu halten. Also es wurde von Hans und Hilde Leeb 1929 als Gasthof hier herum auf der Thuracher Höhe gebaut. Es war ein Ausflugsgasthof und man muss sich überlegen, zu dieser Zeit hast du von Klagenfurt hier rauf wahrscheinlich einen halben Tag gebraucht oder länger. Und dann ist es 1935 abgebrannt und wieder neu aufgebaut worden. Dann ist es schon vergrößert worden mit Gästezimmern etc. Hat sich dann sehr schnell etabliert als Ausflugsziel. Dann kam natürlich der Zweite Weltkrieg dazwischen. Dann war dann kein Tourismus mehr hier herum auf der Thurach und in ganz Europa natürlich nicht. Nach dem Krieg war es Offiziersheim für die englischen Soldaten. 5 Jahre lang, glaube ich, oder? Und solange halt die Besatzer, also Beschlagnahmung war durch die britischen Offiziere, weil Kärnten war britische Zone, Österreich wurde ja von den Siegermächten aufgeteilt und bei uns waren die Briten. Mhm. Und genau. Danach musste das Hotel wieder renoviert werden und dann eigentlich von Mitte der 50er Jahre hinweg ist es sukzessive ausgebaut worden zum Hotel, dann durch Barbara und Peter Leeb zum Wellness-Hotel. Die haben die ersten Wellness-Einrichtungen entwickelt. Sauna, Schwimmbad, 1965 das erste Schwimmbad auf dieser Höhe. Die Außenbecken. Schon in den 80er Jahren, die Außenbecken. Richtig. Da haben die Kollegen gesagt, man muss einmal sehen, mal so einordnen, dass damals von Wellness noch nicht die Rede war. Gell? Und dann war das so, dass Großmutter und Großvater eben eigentlich ein bisschen belächelt worden sind und die Kollegen gesagt haben, ja, ich meine, wozu braucht es auf der Höhe so eine Energieverschwendung, noch dazu so Blubberpools, Whirlpools und bis heute sind es beliebte Attraktionen. Man muss einmal die Zeitspanne sehen, wie lange das schon her genau. ist. Gell? Und auch möchte ich immer darauf hinweisen, der Boom Wellness, der damals aufkam, wie du schon gesagt hast kurz, war damals nicht abzusehen, ist das ein kurzlebiges Trend. Oder ist das ein neues Urlaubsangebot, was mal als Basisangebot in einem Hotel zu finden ist? Insofern war es ein hohes Risiko, in diese teuren Infrastruktur überhaupt zu investieren, weil man nicht wusste, in 2-3 Jahren will vielleicht kein Mensch mehr in die Sauna gehen oder so. Also das war nicht, heutzutage ist es selbstverständlich, dass man das alles nutzt und weiterhin nutzt. Das war damals eben mitnichten so. Ja, und dann, 2000, oder willst du noch was einfügen? Ja, also mir fällt noch was ein, was eigentlich immer wichtig war, damals wie heute, dass die Thuracher Höhe natürlich exponiert ist. Also damals weg vom Schuss, auch heute ist sie weg vom Schuss, von den Autobahnen, von großen Flughäfen. Und dass immer schon mehr Anstrengungen unternommen werden mussten, um zu überlegen, wie man hier einen attraktiven Ort schafft, ein Refugium, einen Rückzugsort, ein Refugium am Berg oder ein
ja, Rückzugsort. Mhm. Und also es ist wirklich immer schon viel mehr nachgedacht worden, in welche Richtung könnte sich das Haus entwickeln. Und der Papa hat immer gesagt, der Großvater, dein Großvater hat gesagt, es war auch ein Glück, dass sich die Generationen immer mehr Gedanken haben machen müssen, weil sie sich mehr anstrengen mussten und vielleicht auch überlegen mussten, was gibt es nur hier, und irgendwo sich eigentlich dann auch Schwächen zu Stärken machen, wenn man so will. Gell? Mm, absolut. Mhm. Und eine dieser Stärken oder mehrere dieser Stärken waren bestimmt die Entwicklung des Seebades, Sommer wie Winter. Das war erst im Sommer nur und dann im Winter, weil sich der Peter Leb geärgert vielleicht nicht, aber es als Herausforderung gesehen hat. Jetzt ist das Hotel an einem See, kannst aber den See eigentlich zum Baden nie nutzen. Und dann hat er sich gedacht, vielleicht kann man das erwärmen. Und er hat dann eben eine Diplomarbeit eines jungen Studenten gelesen, der sich damit beschäftigt hatte, Baggerseen zu erwärmen, also aufzuheizen. Und daraus resultierte dann die Idee, ein Seebad zu machen. Mhm. Das 1995 das erste Mal in Betrieb gegangen ist. Aber das war ja auch nicht so einfach, bis es dazu gekommen ist. War gar nicht einfach und war, ja, hat viele Jahre gedauert, für die Recherche, Entwicklung, die Wegbegleiter, die Mitstreiter zu finden dafür. Dann auch die Hürden, Naturschutz, Wasser, Behörden, also Kärntner Seen, Aufsichtsbehörden und so weiter. Mhm. Dann auch nochmal war es sicher ein Knackpunkt, wie die Öffentlichkeit das wahrnimmt. Gell? Das war lang vor Klimakrise und Klimawandel und Energieknappheit und so weiter, war trotzdem ist ein heikler Punkt. Die Eltern haben erzählt, es war die Sorge, dass einen Tag nach der Eröffnung RTL oder irgendein Sensationssender dann anrückt und da einen Bericht bringt und dann das kippt von der Wahrnehmung her, von Begeisterung zu Ablehnung. Ist aber überhaupt nicht passiert. Gott sei Dank nicht passiert. Muss man sagen, ganz im Gegenteil. Ja, vielleicht mittlerweile eher das Problem, aber damals vielleicht noch nicht so. Ja, aber wir haben ja auch immer schon, auch jetzt können wir mit gutem Gefühl sagen, dass wir alles tun. Nachhaltige Wärme wird in den See eingeleitet, das wird beheizt vom Hack, also die Energie kommt vom Hackschnitzelwerk, was ja auch eine nachwachsende Energie ist. Und dann werden auch laufend Optimierungen, jetzt letztes Jahr oder letzten zwei Jahre, ist die ganze Technik erneuert worden, die Wärmepumpen sind verbessert worden, das ist alles wieder viel zeitgemäßer, die Plane, die viel besser isoliert. Also da wird schon immer alles gemacht, damit auch die Gäste sich gut fühlen, wenn sie im wohlig warmen Wasser schwimmen. Mhm. Aber jetzt sind wir ein bisschen stehen geblieben. Jetzt sind wir, ja, also um das kurz zu fassen, ich wollte es halt aufzählen, das Seebad war ein Meilenstein, die Entwicklung, dann der Bau des Hammams und natürlich der prominente China-Turm, das waren so die drei großen baulichen Meilensteine, wofür wir auch heute noch bekannt sind. Und ja, 2001 sind wir dann gekommen hier herauf, haben dann eine Weile zusammengearbeitet mit Barbara und Peter, haben die Übergabe vorbereitet und Barbara und Peter haben sich langsam zurückgezogen und wir haben immer mehr übernommen. Ja, und seit 2013, 14 sind wir eigentlich absolut alleine dafür verantwortlich. Und die Julia hat ja ab 2003 selber das alles miterlebt. Ja, genau. Und ab 2003 brauchen wir dir nichts mehr erzählen. Nein. Stimmt. Aber unseren Zuhörerinnen. Ja, genau. Mhm. Und daran anknüpfen, vielleicht die Frage, war das schon immer euer Plan? Wolltet ihr das immer schon machen oder seid ihr dazu gekommen? Wie die Jungfrau zum Kind. Also wie die Jungfrau zum Kind. Spannende ein bisschen, Frage, gell? Ja. Also den Hochschuber hat nie der übernommen, der vorgesehen gewesen wäre. Der erste Nachfolger, das wäre der Wilfried gewesen, der Sohn von Hans und Hilde. Der ist leider sehr früh und sehr jung und aus meiner Sicht jetzt, wo ich selber einen Sohn habe in dem Alter, also ganz dramatisch im Krieg, sehr jung gefallen. Er ist, glaube ich, gerade 18 gewesen. Und dann haben deine Urgroßeltern, meine Oma und Opa, die haben dann eben Alternativen suchen müssen. Und jetzt wird es kompliziert. Der Großvater, der Peter Leb, ist von Onkel und Tante adoptiert worden, um hier das zu übernehmen aus rechtlichen Gründen. Und er hat dann das weitergeführt. Und auch in der dritten Generation war es so, dass der Ralf, dein Onkel, der mittlere von meinen drei Brüdern,
immer vorgesehen war, aber nie wirklich gefragt wurde. Aber es war halt einfach so damals üblich, ja, der Ralf macht es. Und der Ralf hat die Ausbildung bekommen und ist herumgeschickt worden auf der Welt in tolle Kettenhotels in London. Da war er im The Savoy und in Florida war er, glaube ich, bei Hyatt und hätte halt diese klassische Laufbahn, also diese klassische Karriere durchlaufen sollen. Und dann hat er in Florida aber Leute kennengelernt, die damals schon in Pasadena im Art Center in der Nähe von, also in Los Angeles, studiert haben. Und dann hat er die Eltern gefragt. Und Papa war sehr großzügig, hat gesagt, ja, absolut gerne, bei Design. Und damals war das so, Homepages sind aufgekommen. Ich glaube, das war, lass mich überlegen, in den späten 80er Jahren, genau. Ja, dann hat er die Studien absolviert, aber hat dann einen Brief geschrieben, dass er nicht heimkommt. Und dann sind wir ins Spiel gekommen, weil der Hannes war schon, mein ältester Bruder, der war schon in Wien etabliert, war schon Universitätsprofessor. Der Thomas war damals hat seine Musikerkarriere gestartet. Der war, glaube ich, gerade in Irland unterwegs als Straßenmusiker. Und dann war das eigentlich so, dass ich mich so verantwortlich und zuständig gefühlt habe und so viel Mitgefühl gehabt habe mit den Eltern, dass ich damals, wir waren damals gerade, haben uns kurz gekannt, ich war in München und habe dann deinen Papa gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, mit mir gemeinsam zu machen. Und wir waren beide so mit einem offenen Herzen, sind wir daran herangegangen und haben auch nicht gewusst in der ganzen Tragweite, was das einmal heißen wird und was uns da alles erwarten würde. Aber es war einfach ein gutes Gefühl, dass die Eltern eine Perspektive haben und auch unsere Perspektive. Wir haben uns das einfach gut vorstellen können, hierher zu ziehen. Mhm. Und ja, so sind wir dann zum Zug gekommen. Also wie die Jungfrau zum Kind, ein bisschen. Ja. Du speziell, ja. Oder ja, also branchenfremd eingestiegen hast, bist. Ob das der Plan war, ich glaube nicht, dass das von dir und von mir der Plan war, hier das mal zu übernehmen, ursprünglich. Meine Lebensplanung war ganz klar in München. Meine Ausbildung ist ja Physiotherapeut gewesen. Und ich hatte eine Praxis, war da etabliert, hatte eigentlich das nicht auf dem Schirm, jemals irgendwie in einem Hotel zu arbeiten. Aber oft läuft es anders, wie man so denkt im Leben, und das ist ja auch schön. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann hat sich diese Möglichkeit aufgetan, dass wir hier dieses Hotel übernehmen dürfen. Das war aber am Anfang unserer Kennenlernphase noch überhaupt nicht das Thema, sondern es hat sich dann relativ entwickelt. Es gibt ja die Geschichte, die wir beide unterschiedlich wahrgenommen haben, dass beim ersten Kennenlernen ich dich schon, also habe ich dich gefragt, was du beruflich machst, und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, oder dir das auch, also habe ich da gleich erzählt, dass wir da, also die Eltern ein Hotel haben, so, also so ganz aus dem Hinterkopf. Also ja, von dir vielleicht. Also ich kann mich noch erinnern, eine lustige Geschichte, da waren wir dann das erste Mal hier, weil wir sind natürlich dann auch mal Eltern hierher gefahren. Du hast mich vorgestellt. Genau. Und dann habe ich den ersten Kontakt mit Peter Leb gehabt und da waren wir zwei, also alleine, ohne dich und ohne die Barbara. Und dann hat er gesagt, du, also ich habe ja gehört, du hast eine Praxis, eine Physiotherapiepraxis da in München. Und ich habe gesagt, ja. Ja, du, sag mal, ist da Gastronomie auch dabei? Und ich so, nein. Ich habe diese Frage nicht verstanden damals, weil ich mir gedacht habe, was soll da eine Gastronomie? Aber eigentlich hat er schon abgecheckt, ob ich vielleicht Erfahrung in der Gastronomie mitbringe. Und das musste ich natürlich verneinen. Ja, also es war sehr lustig zu dieser Zeit. Okay, verstehe. Ja. Und eine Frage, um noch zurückzukommen aufs Thema Seebad. Ich habe eine Entweder-Oder-Frage für euch, und zwar Seebad oder Chinaturm? Wenn euch entscheiden müsstet, was wär's? Ja, ich weiß. Ich auch. Also ich würde Seebad sagen, weil es ist eine Welteinzigartigkeit, dass es ein offenes System im See ist, wo du im Naturwasser schwimmen kannst. Das ist meiner Meinung nach außergewöhnlich. Und ich meine, das ist eine ganz schwierige Frage, weil mir der Chinaturm ja auch am Herzen liegt. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ja, Seebad. Und natürlich, also wir sind uns nicht immer einer Meinung, aber in dem Fall ja.
Also ich finde auch aus der Gästesicht muss ich sagen, dass sicher viel mehr Gäste das Seebad nützen als den Chinaturm, weil der Chinaturm doch ein bisschen speziell ist. Und wir haben einmal recherchiert, da haben wir Teetassen gezählt, die jeden Tag oben benutzt werden. Dann haben wir Behandlungen addiert, dann haben wir Leute addiert, die Yoga machen. Also sozusagen, wie viele Gäste nützen den Chinaturm? Und da sind wir nicht über 30% gekommen. Aber ich glaube, das Seebad ist ein Buchungsgrund und insofern ja, haben wir uns für das Seebad entschieden. Ja. Nächste Frage. Ja, auch eine spezielle Frage. Wenn ihr den Hochschober mit einem Wort beschreiben müsstet für euch persönlich, welches wäre es? Also mit welchem Wort würdet ihr den Hochschober beschreiben? Einem Wort? Ich habe ein Wort. Also jeder von euch getrennt voneinander. Bitte. Herzensangelegenheit. Okay, sehr schön. Ich würde sagen Heimat. Das ist auch mein Wort, das ich mir überlege. Oh, schön. Siehst du? Ja. Und auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, wer sind eure Vorbilder? Habt ihr Vorbilder? Gab es Vorbilder? Gibt es keine mehr? Menschlich, beruflich, sportlich? Beruflich jetzt. Okay. Mhm. Berufliche Vorbilder. Braucht man sowas? Hat man sowas? Also, seid ihr Vorbilder? Was sind wir Vorbilder? Das muss jemand anders sagen. Aber also ich würde schon sagen, dass ich immer mit Vorbildern gearbeitet habe, so für mich. Wenn ich ein tolles Haus besuche und die tollen Entwicklungen, die Familien geleistet haben, sehe, dann sind das schon Vorbilder für mich. Und da gibt es in Österreich wirklich viele, viele unsere Best-Wellness-Kollegen. Unsere Best-Wellness-Kollegen, wir sind ja in einer Kooperation mit 18 anderen Wellness-Hotels und also wirklich alle von diesen, die dort Mitglied sind, sind für mich Vorbilder, was die Hotellerieentwicklung angeht. Mhm. Mhm. Also beruflich war es für mich so, weil ich ja doch schon nach der Matura mit noch meinem Kurzversuch zu studieren, was ich dann gleich verworfen habe, dann ja doch den Hotelweg eingeschlagen habe, waren schon immer meine Eltern große Vorbilder, weil ich gesehen habe, wie hart sie arbeiten, wie streng sie zu sich selber sind und wie auch streng mit anderen. Das hat mich schon immer beeindruckt, wie konsequent, wie, ja, also sie waren für mich wirklich immer so unerreichbare, ein Maßstab, wo ich gedacht habe, so kann ich das nie machen, so werde ich das nie können. Also sie waren Vorbilder, aber eher so, dass ich mich da nie, sie waren immer so weit weg. Und für mich war es sehr wichtig, wegzugehen von zu Hause und dann eben meine Lehr- und Wanderjahre zu machen. Und dann hatte ich ein großes Vorbild in München, wo ich für Ringhotels Marketing und PR gelernt habe, also gelernt habe und gemacht habe. Da war meine Chefin, die Karin Abele-Danier, die ist immer noch, ich denke ganz oft an sie, sie ist ein Vorbild, sie war eine tolle Frau, eine Powerfrau, eine humorvolle, wortgewandte, strategisch denkende Unternehmerin, obwohl sie immer angestellt war, aber sie war für mich wie eine Unternehmerin und von ihr habe ich ganz viel gelernt, fachlich viel gelernt und auch menschlich, wie man vorgeht, wenn man, dass man seine Ziele erreicht, mit Charme und also die Weiblichkeit auch einzusetzen, nicht zu verstecken. Sie hat immer gesagt, sie hat betont, sie ist Geschäftsführer und nicht Geschäftsführerin, weil sie hat jetzt so einen Spruch gesagt, ich weiß nicht, wie du das jetzt aus Sicht deiner Generation siehst, sicher anders. Sie hat immer gesagt, ich trage meine Weiblichkeit nicht in meinem Titel vor mir her, weil jeder, der mich kennt oder kennenlernt oder mit mir telefoniert, weiß, dass ich eine Frau bin und deswegen ist sie Geschäftsführer. So hat sie sich betitelt. Ich glaube, deine Generation sieht das ganz anders. Aber sie ist immer noch ein Vorbild. Mhm. Mhm, mhm. Und um die Frage zu beantworten, also für mich seid ihr auf jeden Fall Vorbilder. Ich glaube auch für viele andere Menschen. Und eine Sache, die man, glaube ich, häufig nicht sieht, aber die euch zu Vorbildern macht, ist für mich dieses vorausschauende Denken, was eigentlich irgendwie den Erfolg vom Hochschober auch ausmacht. Aber ich finde es enorm schwer, weil wenn ich mir überlege, was ist in 2 Jahren, finde ich keine Antworten darauf. Und das sind die Fragen, die ihr euch eigentlich jeden Tag stellt. Und das finde ich sehr bewundernswert. Ja, danke. Also
aber sagen wir mal so, nicht aber, sondern dieses Vorausschauen, das kann man, also das lernt man automatisch, wenn du ein Unternehmen führen musst, weil jegliche Entscheidung, die du heute triffst, hat Auswirkungen unmittelbar auf die Zukunft, kurzfristig oder langfristig. Und deswegen versucht man, so gut es geht, die Zukunftsszenarien sich auszumalen. Und da entsteht eine ganz andere Entscheidungskultur, als wie wenn man jetzt das nicht zu verantworten hat. Und ja, also wenn das so wahrgenommen wird, dass wir vorausschauend sind, dann ist das ja ein Kompliment. Also ich muss aus Rückblick sagen, dass wie wir vor wie vielen Jahren, 25? Na, 23. Vor 23 Jahren hier übernommen haben, also war mein Zeithorizont auch ähnlich wie bei dir, dass ich mir immer so gedacht habe, wir sind gekommen, dann haben wir hier eine finden müssen, unseren Platz finden müssen, dann sind die Kinder schon auf die Welt gekommen. Also es war so dicht, diese Zeit, und ich habe überhaupt nicht vorausgeschaut, weil ich habe eigentlich nur, wenn ich im Rückblick so an die Zeit mich erinnere, jeden Tag geschaut, dass ich den Tag überlebe. Wirklich, das war schon sehr intensiv, und je mehr wir hier auch Fuß gefasst haben und auch die Dinge begriffen haben, die Tragweite und die Auswirkungen, und je mehr wir den Hochschober auch zu unserem Hochschober gemacht haben, umso mehr haben wir auch gelernt, vorausschauend zu denken und zu entscheiden, weil das kommt mit dieser großen Verantwortung, und dann trifft man Entscheidungen, die man dann auch, du kriegst dann so einen neuen Zeithorizont, dass das, was jetzt in 7 Jahren ist, das ist wahnsinnig schnell, und früher, wie ich jünger war, waren 7 Jahre ganz weit weg. Mhm. Also sei bitte gewiss, es wird alles kommen. Ja. Es gibt aber auch natürlich Dinge, die man nicht vorhersagen kann. Mhm. Und da finde ich eine passende Frage: Gab es eine besonders herausfordernde Zeit für euch? Oder was? Welche war das? War es Corona? Auch. War es was anderes? Also für mich persönlich herausfordernd war ja, überhaupt hier mal anzukommen, in einer fremden Gegend, mit einer fremden Familie, in einem fremden Unternehmen. In einem fremden Land? In einem fremden, naja, fremd war es nicht, aber in einem, also in einem, ja, wenn man so will, Nachbarland, hier Fuß zu fassen und meine Rolle zu finden. Dann haben wir natürlich, was schön ist, schnell unsere Kinder bekommen. Ich musste aber in den Job hineinfinden. Also es waren schon sehr hohe Erwartungen geknüpft auch, die ich mir selber natürlich auferlegt habe. Und da muss ich sagen, da war es schon manchmal ein bisschen heftig. Mhm. Und im Nachhinein ist das eine große Herausforderung für mich gewesen. Wir müssen vielleicht noch etwas sagen, weil wir ja 2 Kinder haben, die Julia und den Daniel. Und der Daniel kann heute nicht, der hat heute lange Schule, aber der wird sicher bei einer der nächsten Folgen dann dabei sein. Er will auf jeden Fall auch kommen. Er will kommen, und er ist sicher auch sehr unterhaltsam als Gesprächspartner, Julia. Ja. ich wollte jetzt was sagen, also weil du gefragt hast, eine Zeit, die besonders herausfordernd war, die man nicht vorhersehen konnte. Man ist versucht zu sagen Corona. Wir haben aber in der Corona-Zeit, also ich persönlich habe so empfunden, so unglaubliche Stärken und solche Kräfte entwickelt als Team, als Familie, dass es auch dank toller Berater, Steuerberater, Gabi Jalowetz von der Finanzseite her, es hat mich persönlich nicht so erschüttert wie an eine andere Phase, deswegen Corona war es nicht. Mhm. Es war die Phase, wo der Großvater, mein Papa, krank war und wo wir sehr beschäftigt waren, auch mit noch nicht ganz vollzogener Übergabe, mit Krankheit, auch dann der Tod. Und für mich persönlich war die herausforderndste Phase dann, wo er verstorben ist und sich durch den Abtritt des Patriarchen von der großen Bühne des Hochschobers alle Kräfte im Hochschober verschoben haben, und wo dann diese langjährigen Wegbegleiter von den Großeltern uns verlassen haben. Also wirklich in einem Jahr sind eigentlich alle wichtigen Stützen dann weggebrochen. Und da habe ich dann wirklich einfach gezweifelt daran, dass ich so weit bin und das schaffe mit meiner Kraft und mit meiner Führungsstärke und mit meiner Persönlichkeit, das auszufüllen. Und
das waren wirklich harte Zeiten. Mhm. Aber immer wenn was schwierig ist, denke ich an die Zeit zurück und spüre dann, dass ich das wieder mobilisieren kann. Und das ist auch wieder eine tolle Erfahrung. Aber je älter ich werde, umso leider habe ich noch nicht die Altersgelassenheit, sondern auf die warte ich noch. Vielleicht kommt es ja noch. Das heißt, so Krisenzeiten wie Corona zum Beispiel, die haben euch darin bestätigt, dass ihr die richtigen Berater und das richtige Team um euch habt. Kann absolut, man das so sagen? Ja, absolut. Also wir haben wirklich tolle Leute um uns herum gehabt, die uns geholfen haben, wie die Karin schon beschrieben hat. Und haben uns da durchgetragen und wir haben uns gegenseitig motiviert. Ja, und auch irgendwie, diese Kraft aus der Familie. Also du und der Daniel, wenn wir darüber reden, sagt es ja immer, es war etwas so Kostbares, dass wir auf einmal so viel Zeit miteinander gehabt haben. Und dass wir da einfach so uns da so einen Kern, einen starken Kern formiert haben, woraus dann ganz viel auch Sicherheit entstanden ist, dass das alles gut zu bewältigen ist. Weil wenn ich so höre, wie sehr Jugendliche beeinträchtigt und dann durch traumatisiert wurden durch die Unsicherheit der Zeit, muss ich sagen, dass wir als Familie auch den Luxus hatten. Wir hatten Platz, wir hatten Natur. Die Ronja, unser Hund, war ganz neu. Also die hat uns auch sicher damals geholfen. Und wir waren immer zuversichtlich, auch als Unternehmer, wir schaffen das. Und es war also keine Zukunft, kein Negativismus oder so eine Panik vor der Zukunft. Wir haben das einfach bewältigt. Und würdet ihr sagen, gibt es Werte, die den Hochschuber ausmachen, der jetzt doch seit 3 Generationen quasi betrieben wird? Gibt es da Werte oder Prinzipien, die das Hotel begleiten seit dem Natürlich Anbeginn? Gibt's die. Und könnte man das irgendwie auf 2, 3 runterbrechen? Oder ist es umfassender? Das ist ja auch eine umfassende Antwort eigentlich. Aber vielleicht können wir es so beschreiben. Wir haben ja einen Markenprozess gestartet mit Herrn Stranig, der die Marke Hochschuber freigelegt hat. Und am Ende kommen 3 Wörter heraus, die den Hochschuber beschreiben. Und das ist auch für mich eine Haltung. Und diese 3 Wörter sind stattlich, dann impulsreich und heiter. Und heiter. Mhm. Also ich finde, die Begriffe sind ein bisschen sperrig. Also wir haben uns lange damit beschäftigt. Und kultiviert. Ja, das ist auch noch ein Schlagwort. Stimmt. Also das ist, würde ich sagen, das trifft es ganz gut. Ich finde aber, das sind so Begriffe, die etwas eben sperrig sind, wo es mir auch so ging, wo das alles dann präsentiert wurde, wo ich gesagt habe, ja, okay, da muss man wieder so weit ausholen. Also für mich ist ein Kernwert die offene Kommunikation, also Offenheit, Ehrlichkeit. Also das finde ich ganz wichtig. Auf die Dinge zugehen, anpacken, hinschauen, das hat uns auch in der Corona-Zeit geholfen, das Kommunizieren mit dem Team, mit den Gästen, ich glaube, das ist uns gut gelungen. Dann finde ich so dieses Heitere, das würde ich so beschreiben, als eine positive Haltung Menschen gegenüber, ein positives Menschenbild, ein positives Weltbild, ein Glaube an die Zukunft, dass wir es, egal was daherkommt, immer schaffen, es gut zu gestalten, unser Leben, unser Familienleben, unseren Betrieb gut in die Zukunft zu führen, also eine positive Grundhaltung. Mhm. Wollt ihr noch so eine Umschreibung ein? Oder? Ja, nein, das beschreibt es eigentlich schon ausreichend. Und zum Schluss würden wir noch gerne den Zuhörerinnen einen kurzen Ausblick geben. Was erwartet sie noch in der ersten Staffel vom Podcast? Also es werden auf jeden Fall viele spannende Gäste kommen, die andere Seiten beleuchten werden als jetzt ihr. Kann man sagen. Und ja, es werden sicher spannende Themen beleuchtet. Also was jetzt schon fixiert ist, ist einmal jetzt das Gespräch mit deiner Großmutter. Und dann ist ja auch noch der Hermann, unser aktuell langjährigster und vielfältigster Mitarbeiter, der ja schon ungefähr alle Stationen im Haus durchlaufen hat und hoffentlich hier auch bei uns in Pension gehen wird.
Und der ist ja, glaube ich, den muss man ein bisschen aus der Reserve locken, Julia, aber das wird dir sicher gelingen. Und dann haben wir uns gedacht, eben den Herrn Satek, unseren Architekten, der früher Gast war, ein sehr fordernder Gast und uns schon seit, wie viel, 10, 12? 15 Jahre. 15 Jahre begleitet. Dann wollen wir auch Nachbarn einladen, hier die Bauern aus der Umgebung, also auch Bauern, Nachbarn, die schon über Generationen unser Haus begleiten. Da ja, führen wir gerade die Gespräche dafür. Oder auch so Zeitzeugen, die noch die Durach und die Entwicklung dieser Gegend von früher kennen. Also es wird spannend und wir tasten uns so heran. Auch ja, ist ja jetzt hier die erste Folge oder Serie oder Staffel, Folge. Wie heißt das, die Folge? Kommen den Gäste auch mal dran im Post-Podcast? Ist Stammgäste auch geplant, ja. Ja, siehst du, das ist auch spannend. Julia will Gäste aus ihrer Generation, die sie seit Kindesbeinen kennt, dann auch einmal zu. Die können sich ja auch andere Geschichten berichten. Ja, ja. Die das hier so preisgeben, das ist auf alle Fälle. Ja. Schauen wir mal. Ja, aber dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr mir die Fragen beantwortet habt und bei den Hochschuberfreunden fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Gerne.